Ganz spontan gesagt, dass die Einführung der jungen Leute mir gezeigt hat, nochmal, warum die Themenauswahl so ist, wie ich sie getroffen habe, nämlich dieses etwas provokante großer Geist im Internet. Da fehlt nämlich ein Fragezeichen, das eigentlich da gedacht war, aber ich habe mich erstmal nicht getraut und Sie ahnen schon, worauf es rausläuft, sich sehr bewusst als Älterer, und mein Alter wurde ja genannt, ich bin jetzt in der Tat in so Größenordnung irgendwie 90., 94. Semester. Und das sehe man mir nach. Was dort ausgesucht ist, ist wirklich ein großer Geist. Das ist der Herr Aristoteles vor 2230 Jahren, ein Mitbegründer, muss man sagen, oder der Gründer der modernen Wissenschaften im ganz grundlegenden Sinne. Er hat über Logik, wie Sie wissen, gearbeitet, Physik, Metaphysika etc. in Griechenland fundiert gemacht. Und mir ist völlig bewusst, dass wenn ich wildern gehe als Naturwissenschaftler auf dem Gebiet der Soziologie und der Geschichte, wenn hier Soziologen und Geschichtswissenschaftler sind, weiß ich, dass es hinterher was abgibt. Aber ich halte das aus, ich bin alt genug. Es ist geradezu ein Anliegen, den tiefen Graben, der sich aufgetan hat im Laufe der letzten rund, sagen wir, 200 Jahre zwischen den sogenannten Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften, den ein wenig zuzuschütten, zu versuchen. Das, was da im Internet steht mit dem RJ45-Stecker, muss ich den jungen Leuten im Raum nicht erklären. Die etwas Älteren haben vielleicht sowas zu Hause auch. Es geht mittlerweile natürlich auch drahtlos über Bluetooth. Diese Maus hier, die ist also mit nichts verbunden, die geht über den Raum. Und zur Geschichte des Netzes möchte ich sowohl das Naturwissenschaftliche, also das Technisch-Wissenschaftliche bringen, als auch dasjenige, was uns heute, so wie ich das sehe, als die Revolution etwas meiner Lebenszeit ist. Es ist nicht das Auto, auch nicht das Flugzeug, auch nicht der Mondflug, sondern dieses. Das Internet mit all seinen Implikationen ist das Größte, was mir widerfahren ist. Aber wie jede neue Technik, die Menschheit sich erschlossen hat, wie beispielsweise auch Energieumsatz, also Leistung, die 5 Kilowatt, die für jeden von uns täglich, also ununterbrochen brennen, sind ein Faktor rund 50 über dem, was die Natur für uns gemacht hat. So scheint mir dieses Internet auch die Ambivalenz zu haben, zum einen was ganz Tolles zu sein und zum anderen auch ein Fluch. Und darauf werden wir im Einzelnen zu sprechen kommen. Sie sehen, dass hier der Versuch gemacht ist, den Zusammenhang zwischen einem schwer identifizierbaren etwas, nämlich dem Geistigen und dem mehr technisch-ingenieurmäßigen des allseits funktionierenden Netzes zu machen. Und es geht darum, wie die rapide gewachsenen Bandbreiten, und das ist ein technischer Begriff, mittlerweile in Terabit pro Sekunde oder Petabit pro Sekunde weltweit, wie man diesen Begriff mit dem, was wir unter der Perzeption des Geistigen verstehen, wie man das irgendwie auf eine Reihe bringt. Und das ist nicht einfach in diesem. Und mir fiel nichts anderes ein, als den geschichtlichen Zusammenhang als Zugang zu wählen. Das heißt, wir machen zusammen eine Zeitreise, bei der wir bei den ersten Formen menschlicher Kommunikation, also bei Sprache, Schrift und Schriftgut, Buchdruck, anfangen und wollen dann über die Abstraktion in der Telegrafie, in der Telefonie bis hin zur drahtlosen Kommunikation über Glasfaser, wie es heute läuft, kommen. Und uns diesen massenhaft gesteigerten Transport von Datenmengen in ungeheurem Ausmaß weltweit, dem uns irgendwie nähern. Und dabei werden wir, und das ist, glaube ich, Verpflichtung den jungen Leuten gegenüber, einige Göttinger Meilensteine aufsuchen in Form von Personen, herausragenden Persönlichkeiten. Lichtenberg, Karl Friedrich Gauss, Herbert Krömer und Manfred Schröder habe ich ausgesucht. Lassen Sie mich also beginnen und gemach, wie fing es überhaupt an? Ich habe das so gegliedert, von Schrift und Buch zur Telegrafie vorzuarbeiten, so ungefähr 10 Bilder dazu. Und das zweite Kapitel ist 1965, das ist ein Schlüsseljahr, also so ein Annus Mirabilis. Das ARPANET wurde gegründet, ist noch nicht das Internet, das ist ein Vorläufer, aber es war ein Netz. Das kleine Buch, die Novelle von Jorge Luis Borges, 1965, die Bibliothek von Babel. Und dann schließlich der Sprung über die Erweiterung des weltweiten Netzes über Glasfasern, nicht über Satelliten, sondern nur Glasfasern, 1991 die Gründung, mehr zufällig mit dem Herrn Berners-Lee in CERN in Genf über das World Wide Web. Und dann geht es natürlich ins Soziologische, Google, Yahoo und Company, was die machen, warum sie es machen, wie sie es machen. Und wenn Zeit ist am Ende, möchte ich etwas Kritisches nachlesen. Dass die frühesten Kommunikationsformen von Menschen akustisch waren, ist, glaube ich, klar, weil Schrift gab es noch nicht. Insofern ist das, was ganz früh stattgefunden hat als Kommunikation mit einem menschlichen Gegenüber, nicht konserviert. Das wissen wir nicht, wir können es nur ahnen. Und die Vielfalt der vorhandenen Sprachen auf diesem Globus zeigt, dass also da eine Menge los gewesen sein muss,
Und ganz links unten, da geht es los mit der Kerbschrift, es gibt einen Knochen, der ist 30.000 Jahre alt, gut datiert, physikalisch datiert. Der enthält solche geritzten Dinge und das ist ganz klar ein Zählvorgang. Da hat jemand gezählt vielleicht, wie viele Rinder er oder sie in seiner Herde hat. Und das ist lange vor Lascaux. Also 30.000 ist etwa das Auftreten des Cro-Magnon. Aurignac in Frankreich sind die Fundorte die besten in Europa für den sogenannten modernen Menschen. Und die Höhlen von Lascaux, das ist das Bildliche, und da werden wir darauf zurückkommen, vom Akustischen, vom Sprachlichen in das Bildliche zu kommen. Darstellung von ungeheurer Präsenz. Wer das gesehen hat, ist, glaube ich, also immer wieder ergriffen. Perspektivisch, fantastisch gemacht mit Farben, Wandmalereien, die sich Gott sei Dank in der Höhle gehalten haben. Und man kann nur vermuten, da muss es noch viel mehr gegeben haben damals von dieser Art Kunst. Wenn Sie ins frühe Mittelalter gehen und Kunst, Wandmalerei aus der Zeit vergleichen, müssen Sie feststellen, dass die vor 13.000 Jahren ganz gut waren. Vielleicht sogar besser als die im frühen Mittelalter. Die Sumerer und dann später das Aramäische, andere Sorte Sprache, 3000 vor Christus, in weichen Ton gedrückt mit Griffeln, das erste Speichern von Daten, von Informationen. Heute würde man sagen, das waren Datenträger. Manche sind zufällig gebrannt worden, wenn das Haus abgebrannt ist oder so, und das war gut für uns, für die Historiker. Das erlaubte den Transport von Informationen. Diese Tontäfelchen konnte man von A nach B bringen, aber nicht so furchtbar schnell, man musste sie irgendwie transportieren. Aber jedenfalls ist durchaus drin, dass da Datenkommunikation stattgefunden hat. Gesetzgebung, Abzählen, Schulden machen, Bankwesen etc. muss es gegeben haben zu der Zeit. Ja, und der ganz große Zeitsprung, das ist kein Geheimnis, das hätten Sie auch so gemacht, den Gutenberg jetzt an der Stelle als letztes zu erwähnen. Vor rund 500 Jahren etwas, was eben in dem Druck der Bibel, die sich nicht weit von hier, ich bin jetzt nicht sicher, wo sie liegt, irgendwo im Tresor, jedenfalls in diesem Gebäude, ich glaube in der Richtung, eine dieser noch vorhandenen vier gut erhaltenen Bibeln, der Vulgata, der lateinischen Übersetzung in der ersten Druckform von Gutenberg 1445, das war ein Meilenstein. Und das war sicherlich ein Paradigma, also ein Wechsel der Basis, von Hand geschrieben auf gedruckt. Und heute könnte man so etwas Informationsmaschine nennen. Da ist ein Holzschnitt aus der Zeit und mit moderner Sprache in Englisch ist das Copy and Paste from Spec to Heap. Und wer Unix kann, der weiß genau, was das für ein Prozess ist. Die haben also, wie man sieht, da von der linken Seite die Dinger genommen, darüber gedrückt und dann war das da drauf und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist zum ersten Mal das eingetreten, womit heute unsere Informationsjuristen Schwierigkeiten haben, nämlich zu definieren, was ist Copyright und was ist damit zu tun. Das hat es schon vor 500 Jahren gegeben. Also merke, die Dinge, über die wir jetzt reden, die aktuell sind, die in der Zeitung stehen, was die Piratenpartei macht, ist überhaupt nicht neu, das ist uralt, 500 Jahre alt und älter natürlich. Wem gehört geistiges Eigentum? Hier konnte man zum ersten Mal einen geistigen Inhalt, etwas Geschriebenes, vervielfältigen und konnte anhand der Kopie nicht mehr sagen, ist das jetzt die Tausendste oder Zehntausendste. Und Tageszeitungen sind normalerweise nicht durchnummeriert, ist klar. Bei einem handgedruckten, sagen wir, Holzschnitt von einem Künstler, da steht noch drauf, Övre Nummer so und so viel, aber da nicht. Dies kann man und muss man auf sich wirken lassen, das ist was Tolles gewesen. Und Mark Twain hat 1890, vor rund 120 Jahren, gesagt, was auch immer die Welt heute ist, Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks hat sie zu dem gemacht, mit all ihren positiven, negativen Seiten. Aus dieser Quelle ist alles entstanden. Also auch hier, in dieser Revolution, sieht er sofort positiv, negativ. Es ist Buchdruck sofort zur politischen Agitation eingesetzt worden. Es sind sofort Dinge gedruckt worden, wo wir heute sagen, hallo, die sind aber weit gegangen. Dies ist in der menschlichen Natur. Was auch immer neu entdeckt wird, es wird sofort so und auch so zum Guten und zum Schlechten verwendet. Ich bin groß geworden mit so etwas. Als ich 6 Jahre alt war, oder glaube ich 5, die Oma hatte so ein Lexikon, das war natürlich für den Kleinen wunderbar, dann zu blättern, 24 bändig, da gab es Abbildungen, die konnte man schon mal entziffern als kleines Kind, lesen konnte ich noch nicht. Und das war zu dem Zeitpunkt, 1950, 51, das, was in einem Haushalt, der mittelständisch war und eben gesagt hat, Bildung muss sein für den Knaben, der soll das auch haben, das war üblich, so etwas zu haben. Die gesamte Referenzierung der umgebenden Welt erfolgte über dieses Lexikon. Und im Lexikon gab es Pfeile und ich habe dann später, als ich lesen lernte, erkannt, was dieser Pfeil soll. Das heißt heute Link. Und natürlich gab es schon Links damals und Gutenberg hat auch schon den Link gehabt, den Verweis auf eine andere Literaturstelle, also nichts Neues.
Ich will aber nicht den Herrn Barnas-Lee irgendwie da einen Wagen fahren, das kommt gleich, das ist eine andere Sorte von Aussage. Dieses Brockhaus Konversationslexikon und die Encyclopaedia Britannica, also alle Enzyklopädien, und ich habe jetzt vergessen, den Herrn Diderot zu nennen in Frankreich, der so um 1805, 1810 als letzter die grandiose Idee hatte, das gesamte Wissen dieser Welt in einer Enzyklopädie zu vereinigen. Und die Hoffnung war wohl damals, es könnte gerade noch gehen. Also sie hatten schon die Vorstellung, das wächst so schnell an, dass es schwierig ist. Und ich will das jetzt ein bisschen an dieser Stelle vertiefen und einfach nochmal auf den technischen Aspekt verweisen, dass die Datenspeicherung auf Papier auch etwas nicht so Neues ist, sondern sehr, sehr alt. Links unten sind die Scrolls von Qumran, die sind vermutlich aus dem Jahr 100, 120 vor Christus geschrieben und im Jahre 70 konserviert worden, weil die Römer dort eingefallen waren und, wie Sie wissen, Palästina beherrscht haben und eben gegen die Religion vorgingen. Die Tora in der Mitte auf Rollen, offensichtlich sehr praktisch, man kann also ein relativ langes Papyrusband, gegebenenfalls auch Leder, aufrollen, und man glaubt es nicht, der Lochstreifen, mit dem ich als Doktorand groß geworden bin, mit dem Lochstreifenleser, der hat auch die Idee mit der Rolle. Wir werden gleich nochmal sehen, dass es auf den Herrn Samuel Morse zurückgeht, der mit dem Morse-Alphabet und diesem Streifen, der lauter Bits enthält, wie wir heute sagen, bis 1968, dann allmählich hieß es, das ist ein bisschen out, und dann kam allmählich die Magnetspeicher. Dies streue ich kurz ein, um Ihnen zu zeigen, dass ein Brockhaus Verlagssprecher, da war ich dabei auf einer Buchmesse, die Zeit, in der man sich eine Enzyklopädie von 1,5 Meter Umfang, Anmerkung des Physikers, Umfang ist glaube ich nicht richtig, was er meint also die Länge, aber das mal nebenbei. Wir können ja auch andersrum, wenn als Soziologen uns kritisieren, wir können auch mal andersrum was sagen. Um sich dort herauszuholen, was man wissen will, die scheint vorbei zu sein. Ich würde sagen, das war schon ein bisschen vorher klar, 2008 ist relativ spät. Und die Verlage haben heute massive Probleme, mitzukommen mit dem, was wir die Informationsflut nennen. Mehr dazu später. Großer Zeitsprung. Ich überspringe jetzt aus Zeitgründen ein bisschen auf die Uhr geguckt, dass wir genug Zeit nachher auch zum Diskutieren haben. Georg Christoph Lichtenberg, der Kleine, der auf dem Marktplatz steht, hat in seinen Händen zwei Ladungskugeln, symbolisch für Ladung. Das mit Minus bezeichnete soll das Elektron bezeichnen. Und das Vorzeichen Minus hat er gegeben, weil in der Influenzmaschine, die er sich leisten konnte in Göttingen, durch systematisches Probieren von verschiedenen Materialien, Glasplatten, Harzplatten, Bärlappsamen, alles Mögliche, eine gewisse Systematik gefunden hat über das, was da in dieser Influenzmaschine passiert. Es war zu dem Zeitpunkt nicht klar, ob es zwei Sorten Ladung gäbe oder vielleicht drei oder nur eine. Es könnte ja sein, dass wie bei Wasser, der Wasserspiegel, wenn er zu hoch ist, dass das irgendwie positiv ist und wenn er zu tief ist, negativ. War nicht so klar, und er hatte dieses Genie zu raten, nennen wir das eine Minus, andere Plus, jedenfalls die beweglichen Ladungsträger mit der kleinen Masse, die hat er Minus genannt. Und als Aperçu, der Herr Benjamin Franklin war rein zufällig zu Gast, das kann man in der Goethestraße nachlesen, der war rund 3 Monate hier zu Gast, wurde später Präsident der USA, wie wir wissen. Und der Benjamin Franklin war der, der auch mit dem Blitzableiter und mit Drachen und Bindfaden operiert hat, das Glück, dass er überlebt hat. Der hat Blitze mit dem Drachen da aus dem Himmel holen wollen, hat es auch geschafft. Und dieser Benjamin Franklin hat dieses Reichbare, das Vorzeichen des Elektrons, mit nach Amerika genommen. Und wir verdanken tatsächlich dem Georg Christoph Lichtenberg, dass das Minus sich weltweit durchgesetzt hat als Norm, als Bezeichnung. Das kennen Sie alle, das muss ich nicht vertiefen. Ich glaube, Markus Münzenberg hat darüber bestimmt schon mal berichtet hier in dieser Reihe. Das ist der Telegraph, der im Original in unserer schicken Sammlung steht, im Neubau Physik, dort wo die historischen Geräte sind. Ist sehr zu empfehlen, da mal hinzugehen. Es gibt auch eine ganze Reihe von weiteren Geräten, die auf den Lichtenberg zurückgehen und zum Teil etwas jünger noch sind, Gauss und sowas. Dieser Telegraph war eine erste praktische Anwendung von Elektromagnetodynamik, wenn man so will. Dort war eine Art Kompassnadel in dem linken Gerät angebracht, die über ein Teleskop, das rechts gezeichnet optisch, sehr genau auszulesen war. Und der entscheidende Punkt, der hier drin ist, ich versuche mit dem Pointer zu zeigen, ist dieses Alphabet von Gauss und Weber, 1833, und R steht für rechts, L für links, und das sind die Buchstaben. Und Gauss und Weber mit ihrem Genie, die beiden zusammen, hatten schon die Einsicht, dass es geschickt ist, die Buchstaben, die am häufigsten kommen, mit dem geringsten Codeaufwand zu beschreiben, also nur einmal rechts, wenn die Nadel nach rechts ausschlug und dann nichts mehr war, das nannte sich dann A.
ein Buchstabe, der relativ selten war. Gucken wir mal einen an, hier vielleicht das P. Das war also viermal rechts hintereinander. Klingt auf den ersten Blick gut und genial, ist sicher nicht verkehrt, ist bereits die Frühform der Datenkompression, nämlich zu erkennen, wie muss ich meinen Datenstrom, wenn ich den kodiert habe, gestalten, damit ich möglichst wenig Bandbreite brauche. Die Expertinnen und Experten im Raum wissen genau, was mit Bandbreite gemeint ist. Wer es nicht so genau weiß, muss sich fragen, wie oft muss ich denn irgendeine Größe an- ausschalten, damit ich rüberkriege, was ich an Informationen meine. Und wenn ich einen ganzen Satz innerhalb von einer Sekunde oder einer Zehntelsekunde oder Mikrosekunde übertragen will, dann muss ich mich sehr wohl fragen, wie mache ich das am besten? Und das haben die beiden sich offensichtlich gefragt. Aber sie haben es nicht ganz optimal gemacht. Innerhalb von 10, 15 Jahren gab es das auf dem Markt. Die Farben sind kunstvoll da aus Versehen passiert beim Einscannen und beim Farbcode und so weiter. Hat es da extra Farben gegeben. Dies war das Angebot. Nur 10 Jahre später, Anfang der 40er Jahre des vorletzten Jahrhunderts, gab es dies auf dem Markt. Jede Menge elektrische Telegrafengeräte. Also das, was wir heute erleben mit Laptops und mit Fernsehschirmen und was auch immer so läuft, gab es auch damals schon. Vor rund 150 Jahren, 160, 70 Jahren. Ganz viel, ich will nicht ins Detail gehen, hochinteressant, da kann man also ganze Doktorarbeiten mit füllen in Geschichte der Physik. Das fiel mir zufällig, übrigens natürlich aus dem Netz und sonst, in die Hände. Man kann es von hinten wahrscheinlich nicht lesen. Es ist eine Postkarte zum Anlass des 100-jährigen Geburtstages des Telegrafen in Göttingen. 1833, 1933. Das Jahr ist natürlich überschattet von was anderem politisch, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Rechts steht aber ein Zitat: Diese Erfindung wird dereinst die Welt beherrschen. Unterschrift Alexander von Humboldt. Der war nämlich nicht rein zufällig bewusst in Göttingen zu der Zeit, als Weber und Gauß und Weber diesen Telegrafen entwickelt und entdeckt, kann man sagen, gebaut haben, vermarktet haben. Und das ist hochinteressant, es steht auch in der Mitte noch eine Menge mehr Text. Und Sie erkennen die Landschaft Göttingens da oben, das Denkmal, rechts die Sternwarte und links die Physik in der alten Form, wie sie stand hier in der Nähe. Und der Alexander von Humboldt ist dort verewigt. Das fand ich irgendwie lustig. Der das Rennen gemacht hat, war Samuel Morse. Ein Maler, hochtalentiert, Aquarellist, hat auch gedichtet, hat auch Gedichte geschrieben. Kam aus vornehmem Hause, sehr gebildet und hat aber irgendwann mal ein Faible für Elektromagnetismus entwickelt und gesehen, diese Spulen und mit dem Strom, dass das ganz gut geht. Und der hat etwas gemacht, was jetzt wesentlich ist. Er hat nämlich sogenanntes Multiplexing verwendet. Und das ist etwas, das nicht nur wie bei Gauss links, rechts, das wäre hier eins oder zwei Zacken oder drei Zacken, sondern er kam noch auf die Idee, die Leerräume dazwischen über die Zeit zu kodieren, das heißt nicht nur die Anzahl der Pulse von zwei Qualitäten links, rechts, plus, minus oder 0, 1, sondern auch die Zeitpausen dazwischen logisch einzusetzen. Und dies war das Tor zur Automatisierung von übertragenen Nachrichten, nämlich wenn ich mir solche kleinen Metallbleche, wie man das hier sieht, 1, 2, 3, 4, baue und ziehe die mit konstanter Geschwindigkeit an so einer kleinen Spule vorbei oder an einem Schalter, an so einem kleinen Rastschalter, Mikroschalter, der das auf und zu macht, dann bekomme ich mit diesen Zacken hier das Signal, was da unten kodiert als Strom oder Nichtstrom, als Funktion der Zeit abläuft. Dieses Multiplexing war ein Durchbruch. Meines Wissens ist das der erste Fall, wo jemand die Nachrichtenübertragung sowohl kodiert, optimal komprimiert und im Zeitmultiplexing überträgt, über einen Kanal. Fantastisch. Morse. Der sogenannte Flash-Transmitter. Und ich habe mit Freude gesehen, dass die Apple-iPod-Anwender das als Applet kriegen. Sie können jetzt jede SMS in Form von Morse-Signalen auch senden. Also retro in jeder Beziehung. Ich wünschte mir, dass die Apple-iPod-Nutzer das auch sehen. Also wieder Rückblick. Diese Daten auf den Papierrollen machen einen Sinn, denn der Morse hat genau diese Art von Rollentechnologie und Kumanrollen bis hierhin verwendet. Er konnte also mit einer Stanzmaschine den Text, den er übertragen wollte, auf so ein Papierband bringen und dieses Papierband relativ schnell durch die Maschine ziehen und auf diese Weise eine Datenkompressionsrate kriegen und eine Übertragungsrate, die weit größer war als die mit Gauss-Weber und der Kompassnadel möglich waren.
Gauss-Weber konnten höchstens ein Zeichen pro 10 Sekunden übertragen und hier ging plötzlich sowas wie 100 Zeichen pro Sekunde. Und wenn Sie heute auf dem Segelschiff irgendwo im Mittelmeer segeln und empfangen mit 45 Boot, also Boot ist die Einheit Pulse pro Sekunde, dann kriegen Sie genau diese Methode von 1840 heute noch im Jahr 2012 geboten als eine bombensichere Übertragungsmethode, die gegen jede Art von Störung, ob Blitz und Gewitter oder hoher Wellengang oder unter Wasser, wie auch immer, funktioniert. Morse lässt grüßen und der Herr Both hat eine Fehlerkorrektur eingebaut, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, die sich mit dem, was gestern der David DiVincenzo über Quantencomputing bei uns im Kolloquium erzählt hat, messen kann. Das heißt, all die Erfindungen, darauf will ich raus, sind eigentlich nicht absolut neu, sondern sind irgendwie zyklisch im Laufe unserer Menschheitsgeschichte gekommen. Und bei der Fehlerkodierung oder Fehlerkorrektur gibt es Vorläufer von vor 170 Jahren. Jetzt kommen wir allmählich zum Internet, das war ja versprochen. Die Telegrafiekabel zur Datenübermittlung, die es Ende des 19. Jahrhunderts gab, also genau zu der Zeit, als mein Brockhaus 24-bändig rauskam, und da ist das Bild her, das ist da drin, das mit dem Roten habe ich nachgezogen. Die Telegrafiekabel zur Datenübermittlung, wie man sieht, verbanden die damals schon sogenannte moderne Welt. Es ging also von Europa Richtung USA, quer durch den Wilden Westen in Richtung San Francisco, ein bisschen nach Norden, Vancouver. Es ging von der Karibik Richtung Süden auf zwei Wegen, Südamerika schon voll erschlossen. Wie man sieht, auch Afrika außenrum in Richtung Südostasien und quer durch Asien, Russland, Asien, Richtung Japan. Das war 1896 sogenanntes Kabelnetz mit Bandbreiten, die in der Größenordnung Kilohertz waren, 10 Kilohertz, mehr nicht. Aber es war toll, sie konnten Daten übertragen. Übersprungen, Entschuldigung, jetzt muss ich noch ein bisschen was dazu sagen. Ups, das war nicht so gemeint. Übersprungen habe ich jetzt den Herrn Guglielmo Marconi, Italiener, der 1906 drahtlos über den Atlantik, nämlich von den Shetlandinseln hier oben Richtung Neufundland, gefunkt hat. Man sieht, das war die kürzeste Entfernung, die er kriegen konnte. Der hat mit einer nicht näher definierten Frequenz es geschafft. Heute weiß man, das sind Kurzwellen gewesen, die über die Ionosphäre reflektiert wurden und mit dem, was er an Sendeleistung hatte, war nicht so berühmt, Größenordnung 200 Watt, hat es geschafft, mit dem abgestimmten Schwingkreis auf der anderen Seite Empfang zu kriegen. Und raten Sie, was als erstes übertragen wurde, nachdem er gezeigt hat, das funktioniert. Wen hat er gefragt, was wollte er haben? Antwort: Börsenkurse. Es war sensationell, binnen Sekunden- oder Minutenfrist die Börse, den New York Stock Exchange, nach London zu koppeln und zu sagen, wie die Kurse in den USA für welche Produkte auch immer, Büffelfleisch oder was da gerade war, zu verbinden. Und die Bemerkung soll Sie daran erinnern, dass wir in unserer technisch-wissenschaftlichen Welt nicht nur an den großen Geist denken sollten, sondern auch ans große Geschäft. Dieses Dreieck ist unausweichlich in unserem Leben. Wir haben Geist, wir haben Geld und wir haben Technik. Und die Frage ist, wer wem was wie zu schulden hat. Und das ist letztlich Inhalt, Basis dieses Vortrags. Also merke hier, die Börsenkurse waren schon damals etwas, was wichtig war. Gab auch dann Krisen natürlich, wie sie ist. Und jetzt kommt der andere Zeitsprung und die Referenz an die genannten Kollegen. Herbert Krömer, gut, der war nicht Kollege, das war lange vor meiner Zeit, aber Manfred Schröder haben wir alle erlebt. Herbert Krömer hat in Göttingen studiert, jedenfalls zu seinem Promotionsstudium. Er kam aus Jena und hat bei Richard Becker im Jahre 1952 promoviert. Manfred Schröder, etwa zeitgenössisch, die beiden sind ungefähr gleich alt, Manfred Schröder ist vor 2 Jahren verstorben, auch zu der Zeit promoviert. Schröder war dann Au-pair, Junge bei Heisenbergs. Von ihm konnte man sehr viel Detailgeschichte, Zeitgeschichte aus den Jahren 1947 bis 1952 erfahren. Er hat die Nachkriegszeit hier in Göttingen verbracht. Und die zweite Zeile, Göttingen, USA, soll andeuten, dass hier zwei Göttinger ausgezogen sind, die Welt zu erobern. Jeder auf seine Weise. Der eine kam dann mit dem Nobelpreis 2000 nach Hause. Aus Marburg ist er, der Herbert Krömer. Und Manfred Schröder hat seinen Ruhm, seine wissenschaftlichen tollen Arbeiten über die Konzertsäle dieser Welt gemacht. Wir gucken uns das an. Zunächst Herbert Krömer, das ist die erste Seite seiner Doktorarbeit, die ist publiziert in Zeitschrift für Physik. Und das passt ganz gut ins Gebäude. Wir sind hier in der Staats- und Universitätsbibliothek Niedersachsens, Göttingen. Und als er den Preis kriegte, ist jeder von uns natürlich losgesprintet und hat versucht, diese zu bekommen. Ich
war, glaube ich, einer der ersten und konnte mir das so als Faksimile dann rausdrucken lassen. Und dann, jetzt ist es, glaube ich, im Panzerschrank und unter Glas. Hier geht es um den Germanium-Gleichrichter, eine Erfindung aus dem Krieg in England, auch in den USA. Sie wissen, dass das Radar kriegsentscheidend war. Das war eine wichtige Erfindung. Er hat in dieser Arbeit 1952 die Grundlagen für all das, was dann später bei dem sogenannten Unipolartransistor, also bei dem MOSFET, dem Metalloxid-Halbleitertransistor, wesentlich war und nach wie vor ist, in dieser Arbeit niedergeschrieben. Die hat ihm nun noch nicht den Nobelpreis eingebracht, die wurde eher nicht beachtet, nicht weiter zur Kenntnis genommen. Die Geschichte Herbert Krömers ist fantastisch, so sieht er aus heute. Das ist vor 6 Jahren aufgenommen, das Bild. Er hat sehr tiefsinnige Artikel geschrieben über genau das Problem, was wir eben gesagt haben, über Technik, Geld und Geist. Das ist ganz stark bei ihm verankert und das sind seine Stationen, das möchte ich Ihnen berichten, das ist der geschichtliche Aspekt. Geboren 28 in Weimar. In diesem Gebäude, das ist das Altphysikgebäude, gesehen von gegenüber von der DLR, die heute da zu ist, das ist ein Bild von 1906, also als er hier war, sah das schon ein bisschen anders aus. Er war in diesem Zimmer, dort war er ansässig und Richard Becker war sein Doktorvater. 1952 promoviert. Dann gab es erstmal keine Stelle, das hat er mir erzählt, war nicht so einfach in Deutschland in der Zeit, Nachkriegszeit, noch kein Wirtschaftswunder in Sicht. Er ist an eine unscheinbare Adresse gegangen, das Fernmitteltechnische Zentralamt in Darmstadt, dessen Direktor ich dann später als Diplomat in Frankfurt kennenlernen konnte, den Herrn Salo, und er erinnerte sich noch an den Herbert Krömer. Dann die Einsicht, in Deutschland geht es nicht schnell genug hoch und das wird irgendwie nichts hier, er ist nach Amerika ausgewandert. Princeton, RCA, die Radio Corporation of America, His Master's Voice, Sie kennen das, dieses Plattenlabel, gibt es alles nicht mehr, sind jetzt pleite, gibt es nicht. Dort 5 Jahre und dann sein Durchbruch eigentlich bei den Varian Brothers. Das sind 2 Brüder gewesen, die Firma Varian Associates in Stanford. Ganz in der Nähe von Bill Shockley. Bill Shockley war im Streit 1958 von Bell Labs in Murray Hill weggegangen, saß da auch in der Nähe und das war die sogenannte Garage, in der Varian, ganz in der Nähe auch von Hewlett-Packard, von dem Herrn Packard und dem Herrn Hewlett, Bob Hewlett, gearbeitet hat. Und das muss nach Aussagen derer, die dabei waren, auch mein Doktorvater Hans-Joachim Queisser hat dort gearbeitet zu der Zeit, auch ein Göttinger, der hier studiert hat, die haben dort die Grundlagen für das gelegt, was wir heute moderne Elektronik nennen, unter anderem Solarzellen, dort gemacht, der MOSFET, dort entwickelt, harte Konkurrenz von anderswo auch gehabt. Und Varian war und ist bis heute Marktführer in den Hochleistungs-Hochfrequenzbauelementen, die in Satelliten herumfliegen und uns jeden Tag Fernsehprogramme bescheren. Die Fachleute hier im Raum wissen, dass die Transistoren, so schön wie sie sind, nicht in der Lage sind, sagen wir 10 GHz mit 1 Kilowatt Leistung zu produzieren. Das gibt es noch nicht. Wäre schön, wenn, aber das sind nach wie vor Vakuumröhren, Keramikröhren, Trioden, Pentoden. Das ist Varian. Und das hat er, das ist hier Herbert Krömer, führend gemacht zu der Zeit und in der Community, so sagen wir, in der Gemeinschaft derer, die was verstehen, galt er damals schon ganz hoch. Er ist dann als Professor an die Universität in Boulder, Colorado gegangen, später UC, California, Santa Barbara in Kalifornien. Er war zwischendurch bei uns, Anführungsstrich in Deutschland, als Alexander von Humboldt Fellow, Professorship in der TU Stuttgart. Mein Diplomvater Manfred Pilkun hat ihn da eingeladen, da konnte man es auch mal sehen, 94. Und siehe da, 2000 kam der Nobelpreis für Physik für den Herbert Krömer. Große Freude bei allen Halbleiterphysikern, er hat es verdient. Und alle haben gesagt, das ist einer der ganz Großen. Und rein zufällig im selben Jahr kriegt sein Kollege, auch da in Santa Barbara, Alan Heeger, den Preis für Chemie. Der zweite, den ich hier nennen möchte, ist eine Referenz an Manfred Schröder, der zur selben Zeit wie Krömer promoviert hat hier in Göttingen. Und nur kurz beschrieben, für die, die ein bisschen von Physik verstehen, viele hier im Raum verstehen ganz viel davon, wie ich weiß. Schröder hat als Pionier die Frage beleuchtet und angehört, es war ja, ging um Akustik, ob das Ohr, das menschliche Ohr, in der Lage ist, Phasenbeziehungen von Schall zu entwirren. Und bis dahin war die Lehrmeinung, nein, geht nicht, das Ohr hört Intensitäten und fertig. Und er hat mit sehr subtilen und sehr schönen Experimenten, die man heute noch mit Genuss lesen kann, er hat eine fantastische Art zu schreiben, Artikel zu schreiben,
gefunden, dass zum Beispiel, wenn ich aus rund 50 Frequenzen eine Schallwelle zusammensetze und das mit den Phasen alles richtig mache, dann kriege ich so ein periodisches Signal und das würde man als so ein Pfeifen mit so einem speziellen Unterton empfinden, wenn das sich so im Kilohertzbereich der Abstand dieser Nadeln da befindet, also Millisekunden. Wenn man hingegen die Phasenlagen dieser 50 Schwingungen statistisch verändert und sagt, naja, die kommen irgendwie an und Phase ist dieses hier, eine Welle so, die andere so und je nachdem, wie sie zueinander liegen, bei gleichem Gammaabstand, dann kann es einem passieren, dass man sowas kriegt. Und das hat er als erster gesehen und er wurde daraufhin durch diese Einsicht bei den Bell Telephone Laboratories, also bei Mama Bell in Murray Hill angestellt, 1954. Und er war bis 1967 der Chef von der Akustikabteilung. Das heißt, derjenige, der die Telefonie weltweit entscheidend beeinflusst hat. Indem er, ja, schätzen Sie, was er gemacht hat. Er hat Fehlerkorrekturen analysiert im Telefon. Er hat das sogenannte Linear Progressive Encoding entdeckt, entwickelt, Vorformen von Dolby, die in der Lage sind, den Frequenzumfang dessen, was übertragen werden muss, um ordentlich hören zu können, kräftig zu reduzieren, bis zu einem Faktor 10, sodass mit einer Bandbreite von nur 4 kHz ein Telefongespräch auch heute noch gut klingt. Das ist dank Manfred Schröder so. Arbeiten Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. In diesem, ich möchte es den Gral nennen, der Wissenschaft im letzten Jahrhundert, das sind die Bell Telephone Labs in Murray Hill. Die sind gegründet worden in New York City 1920, 22 und sind in 50er, Mitte der 50er hierhin ausgelagert worden. Der junge Feynman, von dem vorhin die Rede war, der ist als junger Student in New York im Labor gewesen, hat den Bau der George-Washington-Brücke damit beobachtet, das beschreibt er in seinen Memoiren. Und was haben die gemacht? Die haben in den 20er Jahren dafür gesorgt, dass die bis dahin übliche Seidenisolation von Kupferdrähten, das war alles, was die Leute konnten, Textilien einsetzen für Elektrotechnik, das mit Seide umwickelte zu ersetzen durch Kunststoff. Das heißt, PVC ist dort entwickelt worden. Die banale Einsicht, dass Elektronik und Elektrotechnik nur funktioniert, wenn ich gute Leiter habe, die gut isoliert voneinander sind und irgendwie eine Spule machen oder ein Motörchen oder ein Dynamo oder ein Generator, das ist dort gemacht. Die Elektronenröhre Fleming, das Verstärken von elektrischen Signalen im Nanoampere-Bereich und aufwärts, die Analyse von Rauschen und letztlich die komplette mathematische Theorie von Informationsübertragung, überhaupt was ist Information, wie hängt es mit Entropie zusammen, die geht auf einen Herrn Claude Shannon zurück, der auch dort gearbeitet hat in den 30er und 40er Jahren. So ziemlich alles, was mit dem Begriff Communication zu tun hat, ist in diesem Labor gemacht. Und deswegen schulden wir diesem Labor die Referenz, auch wenn es heute nicht mehr das ist, was es früher war. Die Firma hat, sie war ja staatlich, sie hing am Telefon dran, sie hat aufgrund der Philosophie, der Wirtschaftsphilosophie in den USA, ihren Niedergang bis Ende der 90er Jahre gehabt und kümmert jetzt eigentlich nur noch ein relativ ärmliches Dasein vor sich hin. Und das ist auch eine der Konsequenzen des Wirtschaftlichen. Nicht nur bei uns, auch eben dort. Die drei Herren kennen Sie, das sind William Shocklin, John Bardeen und Walter Bratton. Shocklin war der Gruppenchef, der, wie die beiden anderen gesagt haben, nie vor dem Mikroskop gesessen hat, sondern nur als der Fotograf kam und den Nobelpreis verkündete und ein Foto gemacht werden muss, dann saß er da. Der Begriff Mikrostrukturphysik ist hier klar erkennbar. Das Mikroskop für Mikro, da ist Elektronenstrom, dort ist Spannung und hier unten sind viele Drähte. Die haben den ersten Transistor gebaut und der sah so aus. Der steht in der Eingangshalle in Murray Hill und jeder, der da vorbeigeht und ein bisschen Ahnung hat, verbeugt sich innerlich. Das ist der Gral unserer Zeit. Ohne diese kleinen Dinge geht nichts. Das war noch ein relativ großer Transistor, der eine Ausdehnung in seiner Basis-Emitterregion hatte von ungefähr Größenordnung 10 Mikrometer. Das ganze Objekt, dieses dreieckige Teil, ist ungefähr 2 Millimeter hoch. Und das, was Sie da sehen, ist sinnigerweise eine Büroklammer. Die wurde damals so gebogen, damit das da so ein bisschen drauf drückt. Sie hatten halt keinen anderen Draht. Es ist nachweislich eine Büroklammer, wurde nachgewiesen später. Also von da bis da 10 Millimeter. Und heute ist so ein Transistor, und das wissen Sie alle, ungefähr 20 Nanometer, also 20 mal 10 hoch minus 9 Meter groß. Und von der Sorte passen ungefähr 100 Millionen auf so einen Chip, wenn Sie einen AMD oder Intel Chip kaufen, sind zwischen 20 und 100 Millionen solcher Dinger drauf. Und das Ganze heißt dann Prozessor. Mehr dazu ein bisschen später. Wir kommen zu dem Annus Mirabilis, das
1965 ist. In 1965 sind vier Dinge passiert. Abgesehen davon, dass ich aus dem Wehrdienst entlassen wurde, ich war gezogen worden als Wehrpflichtiger, deswegen in meiner Vita fehlen mir anderthalb Jahre, sonst hätte ich ein bisschen früher studieren angefangen. Da war ich leider noch beim Bund. Das ARPANET, das erste Netz, das Buch von Borges und die kritische Theorie in Frankfurt und die optischen Fasern, das gehen wir durch. Die Bibliothek von Babel ist ein kleines Büchlein, sehr lesenswert, das die Welt als Bibliothek beschreibt. Von mehr oder weniger, blind ist nicht das richtige Wort, sondern sehr schmalbrüstig guckenden Bibliothekaren. Er selber war erblindet, deswegen ist das auch mit dem Sehen so etwas. Und die Meinung war, dass die ganze Welt weiter nichts ist als ein Abbild von etwas, was in Büchern drin ist. Und es erinnert an die Leibnizschen Monaden an Hannover, das kann man da studieren, was der Leibniz sich so gedacht hat in Philosophie, dass wir uns im Inneren irgendwie ein Abbild von außen machen über irgendeine Projektion, 1 durch R, wie auch immer. Dies hatte der Borges zu der Zeit exakt 1965 publiziert, war ein sehr schönes Büchlein und das möchte ich nur erwähnt haben. Dass die Einwohner dieser Bibliothek letztlich wir sind, wird am Ende nochmal ein bisschen beleuchtet. Der Zufall will es, dass genau zu dem selben Jahr eine IBM 360, UCSB steht hier als Abkürzung, man wird es nicht sehen können von hinten, hier steht Sigma 7, PDP 10, die Rechnerexperten hier im Raum wissen genau, welche Rechenmaschinen das sind. Und es gab die stolze Zahl von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verbindungskabeln, die diese 5 oder 6 Zentren, heute würde man Server sagen, miteinander verbunden haben. Das Ganze war rein universitär und mehr so eine Spielerei. Die Jungs haben sich am Telefon unterhalten und gefragt, kommt das Signal auch bei dir an, rück und hin und so. War also noch nicht so toll. Zur selben Zeit gibt hier gerade der Herr Theodor Wiesengrund Adorno dem Herrn Max Horkheimer die Hand. Und von der Frankfurter Schule ist bekannt, dass sie genau zu der Zeit die Bedingungen, die soziologisch-ökonomischen Bedingungen der Gesellschaft damals und nicht nur in Frankfurt, sondern weltweit, sehr genau durchleuchtet hat. Und dort sind Schriften gemacht worden, geschrieben worden, die heute so aktuell sind, dass ich mir wünschte, dass jeder Student sie läse. Weil die jungen Leute sehr zu Recht gesagt haben, Geschichte haben wir ja wohl nicht. Kann ich nur raten, sie haben völlig recht, Geschichte machen und vielleicht da mal nachbohren. Dieser Herr, übrigens dahinter ist Jürgen Habermas in Jung, kratzt sich gerade am Kopf. Der Adorno hat 1952 im Exil in Amerika, er ist 1953 zurückgekommen nach Frankfurt, eine Kritik am Fernsehen geschrieben, die heute noch einen mitreißt, weil man sieht, der hat sofort erkannt, wo der Wurm steckt, was das Problem mit Fernsehen ist. Die Passivierung junger Leute, das, was wir jammern als Eltern oder Großeltern, je nachdem, hat er damals in seherischer Hinsicht sofort erkannt, das ist es, und hat sehr, sehr negativ darüber gesprochen. Ich kann nur sagen, lesen, Adorno, Lektüre. In Berkeley gibt es nach wie vor 2 Meter im Bücherschrank. In unseren deutschen Bücherschränken ist es eher wenig, leider, von ihm. Ja, und dann passierte noch was im Jahre 65. Der Herr Kao und der Herr Hockman haben in England, im Telegraph, in den Instituten von der englischen Telefongesellschaft, Experimente gemacht zum Übertragen von Informationen mit Licht. Man darf nicht vergessen, dass schon 1880 der Erfinder, der Nominelle des Telefons, der Namensgeber von Bell Labs, der Alexander Graham Bell, vielleicht ist er das hier, Sprache mittels Licht übertragen hat. Er hat Sonnenlicht, gab ja noch keinen Laser, Lampe war zu schwach, auf so eine Membran fallen lassen. Die wurde mit Stimme in Schwingungen versetzt, ein bisschen winkelig, und dann hat es im Fernfeld hier hinten an dem Spiegel eine variable Intensität gegeben, die ihrerseits jetzt auf so einen Draht wirkte, und man hat die Ausdehnung des Drahtes über Wärmeeffekte dann diesem Herrn da über die Kopfhörer mitgeteilt. Das hieß Photophone, tolle Sache. Und so sah Charles Kao 1965 aus, junger Mann, und das ist auch einer von denen, die es verdienen, revolutionär im vorhin definierten Sinne genannt zu werden. Er hat nämlich zu dem Zeitpunkt seinem Management gesagt, Leute, ich will Glasfasern, vielleicht kann man damit das mit dem Photophone besser machen. Und die haben ihm glatt gesagt, du bist verrückt, das wird nie was. Und warum haben sie das gesagt? Der Stand war der, dass man wusste, Glasfasern, wenn sie denn aus Glas sind, dass man aus Ägypten, aus so einem alten Grab rausholen kann, so eine alte Glasschüssel, hat eine Dämpfung von ungefähr, hier steht Optical Loss in Dezibel pro Kilometer, das ist für Nichtfachleute nicht so ganz zu ergründen. Das ist ungefähr 1 Millimeter Eindringtiefe.
Sie kennen die alten Murano-Glasvasen, die einfach Licht nicht besonders gut durchlassen, weil da Dreck im Glas drin ist, der nicht dahin gehört. Und dann absorbiert es das Licht oder streut das Licht. Keine Chance, irgendwie besser zu werden. Hier steht Venetius Glas. Ups, Entschuldigung, das war auch wieder nicht so gedacht. Das wollte ich nicht. Mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Na, so, nee, das war auch nicht richtig. So. Das venetische Glas, also von Venedig Murano, hatte schon ein bisschen besser, Größenordnung Zentimeter, wenn es sehr rein war. Und das Glas, was zu seinem Zeitpunkt 1965 existierte, lag ungefähr hier, 10 hoch 3 Dezibel pro Kilometer. Keine Chance, sowas in der Telegrafiegesellschaft anzubieten, wenn es 10 hoch 3 Dezibel, das ist also eine Million Schwächung des Lichtes, da mache ich mit. Und er hatte den Mut und die Hartnäckigkeit, zu der Firma Corning Glassworks zu gehen in den USA, hatte auch die Kontakte dazu, und denen zu sagen, arbeitet mal daran. Und die haben es geschafft, innerhalb von rund 10 Jahren, bis 79, 13 Jahre, 14 Jahre, den Verlust erstmal auf 20 Dezibel pro Kilometer bis heute, und es ist nicht besser geworden seit 83, auf etwa ein Zehntel Dezibel pro Kilometer zu machen. Das heißt, Sie brauchen auf so einer Glasfaser nur alle 100 Kilometer einen Verstärker, der das Signal wieder ums Zehnfache hochbringt. Und beim Atlantik sind es etwa 4000 Kilometer, Sie brauchen also nur 40 Repeater, so heißen die Dinger Wiederholer, um Signale über eine Glasfaser zu bringen. Das hat in den letzten 35, also nicht den letzten, von 65 bis 90, also in 25 Jahren stattgefunden. Im Vierteljahrhundert von der Wahnsinnsidee des Herrn Kao, die belacht wurde, bis hin zu einer komplett mit Lichtleitfasern versehenen Welt. Und was ist der Trick? Physiker hier im Raum, Physikerinnen wissen Bescheid. Wenn ich eine Wellenlänge im optischen, also rund, das ist nahes Infrarot, 1,5 Mikrometer, also ungefähr noch optisches Licht, wenn ich dort nur 1 Nanometer Bandbreite bekomme, und das hier sind Kanäle, die man heute mit hoher Präzision einfach definieren kann, durch ein de facto Beugungsgitter, Bragg-Reflektor heißt das, und dann kann man diese Kanäle durchnummerieren, die wissen ganz genau, wo sie sind, auf welcher Nummer. Und dann entspricht 1 Nanometer, also 1/1500stel von diesem Abstand hier in der Wellenlänge, entspricht einer Bandbreite von 130 Gigahertz. Da muss man sich am Stuhl festhalten, um festzustellen, das ist so viel, wie ich es vielleicht gar nicht brauche. Wenn wir miteinander über dieses Mikrofon kommunizieren und ich Ihnen was erzähle, ist das ungefähr eine Bandbreite von 5 Kilohertz, 5000 Hertz. Wenn Sie also jetzt 1000 Redner meiner Art vor sich hätten, die alle auf Sie einreden, dann wären wir bei 5 Kilo mal 1000 ist 5 Megahertz. Wenn Sie eine Million von der Sorte hätten, dann wären wir bei 5 Gigahertz. 5 und dann nochmal dazu. Unvorstellbar viel dieses hier. Ein Fernsehbild der mittleren oder schlechten Qualität, wie wir es bis heute noch haben, braucht ungefähr 2 Megabit pro Sekunde. Ein gutes, hochdefiniertes Fernsehen, wie es jetzt so allmählich über die Bildschirme flimmert, ungefähr das Vierfache. Das heißt etwa 10 Megabit pro Sekunde, ordentliches Bild mit jeder Menge Datenreduktion. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht so schnell rechnen, wie viele Fernsehkanäle Sie hier unterbringen. Wäre mir auch nicht so recht, wenn da so furchtbar viel Fernsehen lief. Aber Sie sehen, woher das Potenzial kommt. Die Wahnsinnsleistung der Glasfasern und die hohe Bandbreite, die das optische Licht bei den optischen Frequenzen ermöglicht. Und das ist das, was 1990 das sogenannte Synchrone Optical Network erlaubt hat. Das sind unter Wasser verlegte Kabel, also ganz ähnlich wie 100 Jahre vorher, 1896 waren das noch Kilohertz-Kabel aus Kupfer und schön ummantelt. Und im Moment gibt es eine Überkapazität an Kabel. Japan hat in den 90er Jahren so viel verlegt, dass man heute Bandbreite für ein Apfel und ein Ei kaufen kann, wenn man Lust hat, und ein Gigabit pro Sekunde für fast nichts zu kriegen ist. Deswegen ist das Internet im Moment billig und kostet de facto praktisch nichts, das Übertragen, weil so viel schon liegt. Oh, was war das? Aha, jetzt habe ich irgendwie falsch gedrückt. Frage, was wird übertragen? Im Netz wird solitonisch übertragen. Nicht so, wie ich es vorhin im Falle von Manfred Schröder in der Akustik versucht habe rüberzubringen, der hat lineare Akustik gemacht. Nichtlineare Akustik ist ein sehr schweres Feld und wird auch nicht so gemacht, weil unser Ohr im niederen Lautstärkebereich gut linear, also logarithmisch arbeitet, aber insgesamt die Überlagerung der Schallwellen linear erfolgt. Bei den langen Distanzen können Sie sich vorstellen, dass der Effekt der Dispersion auf einer Glasfaser dazu führt, dass ein Puls, und ich muss es ja in Pulsen machen,
so wie Morse 1840 sein Tititit-Tat-Tat mit Pulsen gemacht hat, sind das hier Pulse von rund 100 Pikosekunden bis 1 Nanosekunde Dauer. Die verbreitern sich aufgrund der Dispersion in der Glasfaser. Und es hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis Mollenauer und andere, wieder bei Bell Labs, in der Lage gewesen sind, nichtlineare Effekte bei dem Brechungsindex von dem Glas, oder dem Quarz besser gesagt, zu benutzen, um sogenanntes Korteweg-de-Vries-Soliton auf die Reise zu schicken. Und das kennen Sie. Wenn Sie in so einer Südseeinsel, wäre schön, wenn wir jetzt da wären, so eine ankommende Welle, so einen kleinen Tsunami sehen, dann ist das ein Soliton. Das ist eine Lösung einer nichtlinearen Differentialgleichung, die stabil bleibt und sich über große Distanzen und lange Zeiten ordentlich, also affin, propagieren kann. Da können auch andere durchlaufen, die können überlagern, das funktioniert prima. Und das war die Geburtsstunde eines ganz eigenen Zweiges von Physik, der nichtlinearen Dynamik, die ungefähr 3 Jahrzehnte lang sehr, sehr viel beigetragen hat zum Verständnis dieser Dinge. Und jetzt komme ich zum Kern des Themas, ich habe auch noch 3 Minuten oder 4 Minuten. 91, das World Wide Web, was war das? Der Herr Tim Berners-Lee, ein Physiker in dem CERN, Europäischen Kernforschungszentrum in Genf, in der Nähe von Genf, notiert 1991 eine Idee. Man könnte Informationen übers Internet transportieren mit einer anderen Art von Behandlung der Datenträger. Bis dahin in dem ARPANET war es durchaus möglich zu sagen, ich schicke jetzt eine Adresse von meiner Festplatte und dann kopiere ich mir diesen File runter und dann wird er als Datenpaket darüber geschickt. Es war aber nötig, dass jeder Sender und Empfänger miteinander erstmal vereinbart, welche Art von Datendatei will ich überhaupt übertragen. Musik oder Sprache oder was auch immer. Das Vernetzen mit dem sogenannten HTML, dem Hypertext Editor, das ist seine Idee. Und die war so unscheinbar, dass keiner erstmal darauf reagiert hat. Die Latenzzeit seiner Idee betrug ungefähr 6 Monate. Er hat so ein paar Botschaften in den Raum geschickt, in das Internet, das schon existierte zu der Zeit natürlich, und hat irgendwie keine Antwort gekriegt. Und erst als er die dann kriegte, und zwar damals zum Teil über Satelliten, das sollen hier Satelliten sein, die da fliegen, Intelsat, und das sind erdnahe, das sind die geostationären, plus diese Glasfaserkabel. Also das Internet war voll im Gange, aber www gab es noch nicht. Und er hat den ersten Server installiert bei CERN und hat mit seinen Freunden vereinbart, habt ihr auch sowas, prima, hat seine Software dann verhökert und das ging also frei, die kostete nichts. Und ich habe hier im Spaß mal die Genesis, also die Schöpfungsgeschichte, aus dem Folianten, die Seite 12 rechts, kopiert um 1454. Dies war die Geburtsstunde des Buchdrucks hoher Qualität und niederen Preises. Und das war im August 91 die erste Nachricht, ist jetzt von mir da reinkonstruiert, die unter dem Namen http://info.cern.ch gelaufen ist. Und das gilt heute als die Geburtsstunde des Internets und der Rest ist Legende, wie Sie wissen. Und jetzt kommen wir auf das Soziologische, Politische zu sprechen. 95, die etwas Älteren hier im Raum werden sich erinnern, die Jüngeren vielleicht nicht so aus der Schule, ich weiß nicht, ob sie noch Yahoo sich erinnern oder Netscape vielmehr. Der hieß Marc Andreessen, ist jetzt Privatier, hat eine riesengroße Segeljacht in Kalifornien, dem geht's gut. Der gründet ein Softwarehaus. Unser eins hat zu dem Zeitpunkt gedacht, das ist irgendwie was Unanständiges, sowas macht man nicht. Also Programme schreibt man, aber man macht kein Geld damit. Das haben die anders gesehen und der wird kurze Zeit drauf Multimillionär. Schon ein Jahr später gibt es die Gründung von Google und dann Yahoo und anderen. Und das habe ich mal so im Spaß gelinkter Geist im Internet genannt. Mir ist sehr wohl bewusst, dass gelinkt im Deutschen eine Doppelbedeutung hat. Verlinkt ist eins und gelinkt ist, wenn man so ein bisschen getäuscht wird. Und das genau ist der Punkt eigentlich. Erstmal zur Wissenschaft. Und das wird nicht jeder sofort verstehen. Ich versuche es einfach zu erklären. Der Larry Page, Lawrence Page, Bachelor of Arts, Master of Arts in Stanford 1996. Das war seine Bachelorarbeit. Und zwar diesen sogenannten Page Rank Algorithm. Das Ulkige ist, dass er mal Page heißt und den Page Rank Algorithm und Page heißt Seite und das ist irgendwie klasse. Der Nomen ist um. Was steht hier unten? PR steht für Probability, für Wahrscheinlichkeit. Und die Größe von diesen Blasen ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie zufällig im Netz surfen, irgendwo einen Link anklicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf Blase B, also auf Seite B, zu enden 38% Ihrer Klicks und bei C kommen Sie nur bei 34% raus, wenn Sie statistisch machen und so weiter. Das wäre noch nicht bewundernswert, würde man sagen, na und, was soll das?
Was man braucht, ist eine Maschine, die den konstanten, die den, diesem statistischen Element eine Formel abbringt, die jedes Mal aktualisiert wird, wenn jemand im Netz surft. Und was heißt das? Zum Beispiel dieser Mensch mit der Seite C, mit der braunen Webpage, also mit der Webseite, der wird von einer berühmten Webseite referenziert, das heißt, da gibt es einen Link auf C, von B nach C, und C referenziert auch B. Und da B so mächtig ist, kommt das hier unten mit einer Wichtung vor, die in der Tat diese Vorfaktoren enthält. Und das ist eine Summe aus den Wahrscheinlichkeiten auf 1, 2, 3 und so weiter zu kommen, geteilt durch die solche Normierungsfaktoren. Und man sieht, dass jemand, der überhaupt auf nichts referenziert und nur von anderen einmal referenziert wird, dieser A, der ist irgendwie ärmlich dran. Und E ist so mittelmäßig, wird von sehr vielen referenziert, referenziert einen Großen, und der Große wird von praktisch allen referenziert. Und das ist etwas, was eben die Google-Suchmaschine ausmacht. Das ist patentiert worden. Hier ist das Patent abgebildet, die Publication Number, der Lawrence Page und Sergey Brin haben das gemacht. Die Stanford University hält das Patent und die machen damit sehr viel Geld. Und die Firma Google hat es denen abgekauft, 7 Jahre später, und jetzt gehört es Google. Und die haben im Jahre 1998 ihre Suchmaschine gestartet, im Jahre 98. Und es ist eben nicht nur die Suchmaschine, sondern dieser Algorithmus, der eine Bewertung von vorhandenen Server-Pages, also von Webseiten, macht. Dass die Firma heute sehr viel wert ist, brauche ich nicht zu erzählen, steht in jeder Zeitung. Das ist natürlich kein echter Wert, das ist rein fiktiv. Der Wert kommt daher, dass man der Meinung ist, wenn ich die Adressen dieser Netzaufrufe habe, kann ich denen auch was verkaufen. Ich kann Werbung machen. Und das Wesentliche auf dieser Seite ist hier unten die letzte Zeile, das sogenannte Context-Sensitive Advertising. Und die beiden hatten den Humor, und das macht sie bei mir sehr groß, das sind auch große im Geist, dieses AdSense zu nennen. Zero wissend, dass man damit Nonsense assoziiert. Und ich habe keinen Amerikaner gefunden, der das gemerkt hat, aber die zwei müssen das so gemeint haben. Das heißt AdSense, das heißt die Werbung auf den Seiten ist das, was interessant ist. Auch wenn sie nichts finden auf der Google-Seite, ihre Adresse wird gespeichert und dann wissen die, aha, der guckt ständig bei Segelbooten nach, vielleicht kauft er ja noch ein neues Segelboot eines Tages. Sehr unten. Kann ja sein. Soweit, so gut. So haben sie angefangen, hier ist wieder die Formel. Und das war 1998. Das war in etwa eine Rechnerausrüstung, wie sie im 4. Physikalischen Institut, aus dem ich komme, vorhanden war. Herr Albon wird mir das bestätigen. Wir hatten möglicherweise sogar noch mehr Rechner zu der Zeit. Bloß hatten wir die Idee nicht. Das heißt, nach ungefähr einem Zehnteljahr, sprich einem Monat, hatten die bereits 10 Millionen Seiten in ihrer Kiste drin und hatten dringend Bedarf nach mehr Festplatte. Haben sie auch gekriegt. Das sind Festplatten heute. Die Firma Google, und es ist nicht so klar, wie weltweit das Netz vernetzt ist, auch mit anderen Firmen, jedenfalls sind sie sich da irgendwie einig, haben zurzeit 160 Millionen Gigabyte auf Festplatte in dieser Weise gespeichert. Ganz viele solche Frames kann man rausziehen, die laufen, es wird heiß da drin, muss gekühlt werden und so weiter. Das ist ständig wachsend im Moment mit einer exponentiellen Rate, ich habe mir die Figur verkniffen, es ist unfassbar, wie das hochgeht. Und das ist die Kernaussage, ich muss auf die Uhr gucken, ja. Die Kernaussage, die das Kritische hinterfragt, nämlich die Suchmaschinen sollen, das ist ihr erklärtes Ziel, dem größten Teil der Menschen mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit das zeigen, was sie höchstwahrscheinlich gesucht haben. Das klingt sehr, sehr nüchtern, sehr sachlich. Das wäre schön, wenn das so liefe, aber den Werbeaspekt habe ich Ihnen schon hinreichend erklärt. Das ist die hehre Philosophie, die positive Seite der Medaille, und das wäre an sich ganz toll. Das heißt, auf Englisch sagen die, sei so gut, wie du kannst und verlinke dich, verbinde dich mit dem Rest der Welt. Und das berührt natürlich die Frage, wie gut sind wir eigentlich, wie kreativ ist jeder Einzelne von uns. Und ich bin noch nicht überzeugt, dass das schiere Argument der Menge, nämlich verlinke dich mit dem Rest, hinreichend ist, um als Teamarbeiter mit 7 Milliarden anderen Menschen, Mitbürgern, die wir auf diesem Globus haben, irgendwie besser zu sein, als wenn ich mich selber als Individuum sehe und mir selber meine Meinung über diese Welt mache. Das genau ist die Schnittstelle oder die Scheide zwischen dem, was im Moment abläuft. Es gibt den Begriff der Digital Divide, diejenigen, die da teilnehmen und auch profitieren, in größtem Maße bin ich selber als Wissenschaftler,
ohne Netz wäre im Moment meine tägliche Arbeit nicht denkbar. Ich fühle mich irgendwie einsam ohne Netz. Andererseits sehe ich die Problematik der Fülle, der Wahnsinnsflut. Und das kann man noch ein bisschen weiter hinterfragen, nämlich kritisch zu denken. Hier ist ein Bild einer Bibliothek, die mir sehr gefallen hat, als ich sie besichtigen durfte vor langer Zeit. Die Universität von Coimbra, die ist in dem Prozess Bologna, Coimbra und so weiter mit dabei. Coimbra hat auch eine tolle physikalische Sammlung, so wie sie Markus Münzenberg bei uns in der Physik hat, beaufsichtigt. In dieser Bibliothek sind die Bücher offensichtlich, und das muss ich nicht weiter erklären, von dem Bibliothekar geordnet worden und eingestellt worden, so nach Sachgebieten, nach Schlagworten, nach Richtungen. Da herrscht eine Ordnung. Ich meine, ich durfte da keine Bücher rausnehmen, aber es ist ziemlich klar, dass das wohl geordnet ist. An diesen Büchern dort oben, das passt zu diesem Vortrag, da und dort, und dieser Lesesaal, der war ja mal woanders, der ist mir bestens bekannt aus meiner Frühzeit in Göttingen, dort ist Ordnung. Und die hat ein Bibliothekar oder eine Bibliothekarin gemacht, die etwas davon versteht, von dieser Art geistiger Ordnung. Und das Prinzip, nachdem Google jetzt die Bewertung der Internetseiten macht, ist genau komplementär, nämlich die meist aufgerufene Seite als erstes zu zeigen. Und das ist eine mittlere Katastrophe, weil damit der Ordnungsaspekt, der da drin steckt, verloren ist. Und das ist geradezu kontraproduktiv dem Geistigen. Das muss man mal so klar sagen. Ich bin nicht rückwärts gewendet, bin auch kein Maschinenstürmer. Ich möchte nur die jungen Leute hier im Raum darauf aufmerksam machen. Da ist Ordnung und im Internet ist eigentlich jede Menge Unordnung, die sogar noch exponentiell wächst. Also hochentropisch. Dann kommen hinzu ganz kühle Bemerkungen, nämlich, dass die Wahrnehmung im Netz in Bezug auf andere Kulturen stark eingeschränkt ist. Und das ist darauf zurückzuführen, auf die Suchmaschinen, die uns nur zeigen, was wir sehen wollen und nicht das, was wir sehen sollten. Wir werden geradezu systematisch zum Wegsehen erzogen. Wir werden dazu erzogen, ein fehlendes Interesse zu entwickeln, unseren eigenen Horizont zu erweitern, denn wir kommen auf eine bequeme Haltung, Informationen nur zu konsumieren und nicht zu hinterfragen. Und da schließt sich bei mir der Kreis mit der Frankfurter Schule, der kritischen Vernunft von Adorno und anderen, Horkheimer und Habermas natürlich und so weiter, was dann kam. Die haben uns damals gesagt, wenn er irgendwas erlebt, dann müsst ihr es hinterfragen und nicht einfach schlucken. Es war eine andere Zeit. Und ich will damit schließen, dass ich Ihnen erzähle, dass in Borges Erzählung die Menschen in der Bibliothek alt werden, ohne eine Antwort gefunden zu haben auf das, was sie umgetrieben hat. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich versichere Ihnen, dass dieses Bild auch nicht schlecht ist. Jedes Ding hat zwei Seiten. Dieses Internet ist, wie ich anfangs sagte, was Fantastisches in meinen Augen, das Größte, was wir im Moment erleben. Aber wir müssen sehen, dass jede Erfindung der Menschheit, zum Beispiel Energie und etwa Kernkraft, entweder Richtung Atombombe und Schlimmerem verwendet wurden, Biologie laufen ähnliche Dinge ab, oder aber zu unserem Nutzen für die Menschheit. Das müssen Sie ganz genau für sich entscheiden und versuchen zu agieren in der Weise, dass man davon was hat. Und damit möchte ich schließen und nochmal den Herrn Aristoteles da ein bisschen mit dem WWW zusammenbringen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe zu einer Diskussion zur Verfügung. Danke.